Kaffee ist ein Erlebnis für alle Sinne. Man riecht ihn, man schmeckt ihn und man hört ihn auch hier in dieser Maschine. Was passiert da? Ja, genau. Wir nennen das, es gibt einen Crack. Das heißt, die Bohne gewinnt ja an Volumen durch die Hitze. Wir haben in der Bohne eine Feuchtigkeit aus dem Anbaugebiet und quasi da wird so ein Überdruck erzeugt durch die Hitze und irgendwann platzt die Bohne quasi auf. Das ist der Crack Nummer 1. Und das hört man auch ganz schön und dann weiß man, okay, jetzt geht's richtig los. Wenn man in den zweiten Crack reinkommt, dann wäre es dann irgendwann mal zu viel. Dann fängt die Bohne so langsam an zu verbrennen. Also man sollte, und das ist eben die große Herausforderung, immer genau den optimalen Punkt treffen.